nochmal einen wunderschönen Nachmittag hier aus der wunderschönen neuen Marina. Und wir wollen jetzt einfach auch mal unsere Gastgeberin, die uns ermöglicht, diesen tollen Ausblick zu zeigen, vorstellen. Das ist Renate. Hallo Renate. Heute Morgen warst du ja nicht da. Nein, heute Morgen war ich auf dem Open Meer. Das erste Mal seit März. Das war ein Traum. Auf dem Roten Meer. Wir haben es ja heute schon mehrmals gesagt. Hier hinter uns seht ihr das Meer. Wir haben es greifen nahe. Und momentan kommen wir uns vor, als ob wir vor einem wunderschönen Buffet stehen würden und dürften nicht essen. Genau so ist es. Das ist die Wahl. Genau. Du warst auf dem Wasser, aber nicht in dem Wasser, richtig? Richtig. Es ist nur erlaubt auf dem Wasser. Es gibt viele Gerüchte und keiner weiß was genau. Selbst die Tauchbasen selber können dazu keine klare Auskunft geben. Also geht es nur auf das Wasser. Aber es ist schon viel wert. Genau, also Gerüchte dahingehend, dass natürlich die ersten Schlaumeierchen wieder posten, wir waren schnorcheln und wir ja selber ganz wild drauf wären, auf das Meer zu gehen. Unser Mohammed von unserem Boot wartet und jede Tauchbasis wartet. Wenn es erlaubt wäre, zu schnorcheln oder zu tauchen, dann wären alle draußen, denn es gibt genügend Residente, die nur drauf warten, jetzt die Zeit auszunutzen. Der Ton ist sehr schlecht. Angeblich ist der Ton sehr schlecht. Okay. Alle Steckverbindungen. Nochmal. Dann bitte nochmal in die Kommentare rein. Ist der Ton jetzt besser? Man versteht nichts. Man versteht nichts, dann machen wir Schluss und du löscht. Nee, wir warten einfach jetzt nochmal einen Kommentar ab. Ja, genau, und dann können wir ja trotzdem nochmal anfangen. Nochmal ein Feedback geben. Ich spreche mal weiter. Es geht hier um die Gerüchte. Nein, es geht jetzt um den Ton. Wir brauchen ein Feedback. Darum rede ich ja weiter. Es geht um die Gerüchte und warte auf das Feedback, ob ihr uns jetzt versteht. Versteht ihr uns immer noch nicht? Bitte einmal schreiben. Sonst bleibe ich jetzt so lange hier sitzen und frage, ob ihr uns versteht, bis wir endlich einen Positiv- oder Negativ-Kommentar bekommen. Also, ich fange nochmal von Anfang an, wenn ihr das schlecht verstanden habt. Wir sitzen hier auf der Terrasse auf der neuen Marina, die wir heute früh schon senden wollten, aber unsere Gastgeberin Renate, die war nicht da. Und Renate hat uns erzählt, sie war nämlich über Nacht draußen auf dem Roten Meer. Nein, nein. Das ist jetzt schlecht. Ich stecke das jetzt nochmal aus. Steck das nochmal ein. Aber wir haben das ja schon ausprobiert. Habt ihr jetzt einen Ton? Ich kann die Kommentare nicht mal lesen, weil es so hell ist. Wir fangen nachher nochmal von vorne an und löschen das Ganze. Man versteht ein bisschen, es rauscht. Obwohl wir hier keinen Wind haben. Dann pass mal auf. Probieren wir das mal aus. Komm mal ein Stück näher. Dann haben wir das. Eine Sekunde, ihr Lieben. So, 1, 2, 3, versteht ihr uns jetzt besser? Jetzt habt ihr bald nur noch uns im Blick und nicht mehr das schöne Meer. Ist das schöne Meer noch drauf? Dann habe ich die Renate nicht mehr. Dann muss man vielleicht doch ein bisschen du näher. Musst ein bisschen nicht näher. Ich meine, wir sind ja alle negativ, die hier sitzen. Wir können uns also auch jetzt nicht anstecken. Sag mal kurz, grünes Licht, ob der Ton jetzt gut ist. Wenn der Ton jetzt gut ist, dann machen wir Stopp und fangen nochmal von vorne an. Jetzt super. Jetzt super, na toll. Okay. Ist das die blöde Verlängerung? Ja, immer wieder die Verlängerung. Also, nochmal für alle herzlich willkommen. Wir sitzen hier auf der Terrasse und wollen jetzt auch mal unsere Gastgeberin, die immer so nett ist und diesen tollen Ausblick möglich macht, vorstellen. Das ist Renate. Hallo Renate. Hallo Astrid. Jetzt musst du wahrscheinlich ein bisschen vorbeugen, damit wir dich hören. Hallo liebe Astrid. Nein, hallo liebe Zuschauer. Oh ja, hallo liebe Zuschauer. Renate hat, wir haben kurzfristig heute früh gegeben und sagen, Renate, wir kommen zum Frühstück und wollten unsere erste Schalte hier machen. Da sagt Renate, geht nicht, ich bin auf dem Boot. Wo warst du denn genau? Ich war auf dem Roten Meer in Richtung Norden, Schapelerg. Das wird euch vielleicht jetzt nicht so viel sagen. Ich kann einfach nur sagen, es war seit März das erste Mal, dass ich wieder auf dem Meer sein konnte. Auf dem Meer, wohlbemerkt. Leider war Schnorcheln, Schwimmen oder Tauchen noch nicht erlaubt.
Ja, wir haben gesagt, dieses Thema greifen wir jetzt mal auf, denn immer wieder kommen so vereinzelte Beiträge in Facebook, wo es heißt, wir waren heute schnorcheln. Und definitiv, wenn Schnorcheln, Tauchen oder das Meer betreten, unter Anführungszeichen, erlaubt wäre, wären wir die Ersten, die draußen wären, denn auch wir warten sehnsüchtig drauf, mit Mohammed wieder rauszufahren. Und du bist ja auch bei einer Tauchbasis und auch die Tauchbasen würden sofort rausfahren. Sie hätten Geschäft, ne? Sie würden sofort rausfahren. Sie würden alles tun. Wie heißt denn deine Tauchbasis? Meine Tauchbasis ist Cave Divers und zwar am Palm Beach Hotel. Mhm. Und auch bei mir ist der Manager Mohammed. Und ja, er hat es uns ermöglicht, dass wir eine mehr oder weniger private Tour mit sehr wenigen Leuten auf das Meer gemacht haben. Angeln, Fischen, das ist erlaubt. Genau. Und auf dem Boot essen, das ist auch erlaubt. Also natürlich könnten wir jetzt deutsches Essen auf dem Boot machen, Weißwurststammtisch auf dem Boot machen oder sonstiges. Nur das wollen wir ungefähr so, wie wenn du vor einem Buffet stehen würdest und du darfst es nur anschauen und du darfst es nicht essen. Das braucht kein Mensch. Übrigens, die Tauchbasis, die hat in Makati draußen auch eine Niederlassung. In welchem Hotel sind sie da? Nein, die sind nicht in Makati. Die sind, soweit ich weiß, in Safaga. Und das Hotel kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Okay. Ja, also nochmal zum Klartext. Momentan kommen die Boote eine Genehmigung rauszufahren. Die Boote durften schon die ganze Zeit raus. Jetzt dürfen natürlich auch die Safari-Boote, die Angelboote, die dürfen alle raus, aber die Passagiere, die Gäste, sie dürfen nicht ins Wasser. Sie müssen draußen bleiben und glaubt mir, die Wasserpolizei ist da und sie kommt und das sind empfindliche Strafen. Ich denke, zur Lizenzentziehung. Also die Tauchbasen müssen da sehr aufpassen. Es wurde bei uns auch wirklich auf alles geachtet. Papiere und Thema ist geprüft worden. Ich bin ja Resident. Wartestempel. Renate hört man nicht. Du musst lauter sprechen. Ich bin ja Resident und momentan nur mit Wartestempel. Und das ist von den Coast Guards genauestens überprüft worden und dann haben sie mich netterweise mitfahren lassen. Also ihr seht, da ist schon einiges auch an Vorarbeit. Für TÜV Nord. TÜV Nord ist eine der drei Institutionen, die hier die Zertifikate für die Hygienekonzepte abnehmen darf, die jetzt eben in den Hotels erstmal zuständig sind. Und auch Tarek konnte uns noch nicht sagen, was er zertifizieren muss für die Tauchbasen. Wir hoffen, dass wir diese Informationen wirklich möglichst schnell bekommen, um einfach loslegen zu können. Aber die Problematik ist einfach das Equipment, das man jetzt noch nicht, Ihr Lieben, ob ihr das glaubt oder nicht, das Handy war jetzt gerade aus, weil wir in der Sonne gesessen haben, um das Interview zu machen, weil man sonst nur so dunkle Schattengesichter sieht. Und dann ging das Handy aus wegen Überhitzung. Wir wollten es eigentlich ins Tiefkühlfach legen von Renate. Dann wäre das von alleine jetzt wieder angegangen und ihr hättet zumindest mal gesehen, was die Renate hier in Ägypten so im Tiefkühlfach hat. Also ihr wisst dann, dass ich kein Vegetarier bin. Das war jetzt der Knaller. Also das tut uns jetzt leid. Erst haben wir Mikrofonprobleme gehabt, jetzt haben wir Sonnenprobleme gehabt. Aber ihr seht, wie schnell das Handy ausgeht, wie schnell das Handy überhitzt. Ich habe auch nicht darauf geachtet, dass es komplett im Schatten bleibt. Astrid, du darfst jetzt auch nochmal schön Tschüss, Tschüss sagen, Knicks machen, gib die schöne Hand. Also nochmal vielen Dank, Renate, für diesen tollen Ausblick. Das wollten wir jetzt einfach mal machen. Und der Hintergedanke, dass wir das gemacht haben, ist, grüß doch mal deinen Papa. Ja, Papa, Mama. Ja, beide, wenn schon, ne? Ich wollte euch dann doch auch mal diese Aussicht live zeigen. Und ich gehe jetzt auch mit der Kamera extra nochmal rum. Damit ihr seht, wie schön man hier in der neuen Marina von Hurghada wohnen kann. Das ist schon ein Knaller, die Aussicht hier. Also Renates Terrasse, ich glaube, du hast fast 100 Quadratmeter Terrasse hier, ne? Ich habe 105 Quadratmeter Dachterrasse.
über den Dächern von Hurghada mit auf der linken Seite Blick auf die neue Moschee. Einer der Highlights hier in Hurghada. Dann da drüben sieht man das neue Marina-Gebäude. Da legen die Kreuzfahrtschiffe an und die Fährschiffe. Die Fähre, die parallel zum Kai liegt, das ist die Nefertiti, das ist die Fähre, die nach Sharm el-Sheikh fährt. Und die vordere, größere Katamaran-Fähre, die fährt von Hurghada aus nach Saudi-Arabien. Wir haben jetzt hier auch die ganzen Fischerboote, die wieder zurückgekommen sind. Die kleinen blauen sind die privaten Fischerboote. Und hier hinter dem Dach, was da rausguckt, da sind die großen Fischerboote. Hier haben wir auch direkt den Blick auf den Fischmarkt von Hurghada. Zwischen der neuen Marina und der Moschee ist der Fischmarkt, wo man sich frischen Fisch kaufen kann, auch schon braten lassen kann und gebraten mit nach Hause nehmen kann, wenn man sich das in der Küche ersparen will. Und hier hat man die Aussicht auf den Stadtteil Sekala mit der Sheraton Road. Da hinten die Erhöhung, wenn man es erkennen kann, nennt man Hadaba, Hadaba Hill. Und das Wohngebiet, wo diese Terrassenhäuser stehen, das nennt man auch Mastaba. Man sieht hinten, ich weiß nicht, ob man es auf dem Bildschirm erkennen kann, noch das Gebäude The View. Das ist so die Durchgangsstraße oder Verbindungsstraße, die Sekala mit der Sheraton, Old Sheraton Road, mit der El Mamsha dann hinten verbindet, wo dann das Old Vic Hotel ist. Und dann kommt man in die Mamsha rein, wo wir ja heute auch schon gesendet haben, aus dem White Beach. Und wenn ich in diese Richtung gucke, ihr Lieben, dann geht mir natürlich das Herz auf, weil man sieht von hier aus wunderbar die Insel Abu Mungar, wo wir immer hinfahren mit unserem Boot, mit Mohammed, mit der Lina zum Schnorcheln. Und das geht uns schon verdammt ab. Das hat Astrid ja schon erwähnt. Im Moment sind Wasseraktivitäten komplett noch nicht erlaubt. Wir könnten zwar mit dem Boot rausfahren, aber dann nur auf dem Boot sitzen und was Leckeres essen und wir dürfen uns nicht abkühlen im Wasser, weder schwimmen noch schnorcheln noch tauchen. Dann haben wir gesagt, okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, mit diesen Bildern hier machen wir mal Schluss für heute. Live-Schalten sind um, Pik Albatros haben wir glücklich gemacht und wir sind morgen um 11 Uhr im Aqua Jungle oder Jungle Aqua, jeder sagt es anders, auf jeden Fall im nächsten Pik Albatros Hotel, um euch da zu beglücken und euch ein paar schöne Bilder vom Hotel zu zeigen und auch da zu zeigen oder von dort zu zeigen, wie die das Hygieneprinzip umgesetzt haben. Ihr merkt ja schon, das wiederholt sich in fast allen Hotels, aber wir haben unglaublich viele persönliche Nachrichten von Fans von den Pik Albatros Hotels, von den einzelnen Pik Albatros Hotels. Mensch, wir würden gerne das Beach sehen, wir würden gerne das Palace sehen, wir würden gerne das sehen, wir würden gerne das sehen. Also wir haben mit den Top-Managern der Kette besprochen, dass wir sukzessive so viel wie möglich Hotels auf jeden Fall zeigen und vielleicht wird dann in der Zwischenzeit auch irgendwann wieder die internationale Fliegerei freigegeben und dann könnt ihr buchen, was das Zeug hält. Euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen 11 Uhr. Ciao, ciao.